Die Menschen auf dem Dach der Welt sind vielleicht schon immer überirdischem näher gewesen als jede andere Kultur der Erde. In ihrer von Eisriesen überragten Einöde glauben die Tibeter von zahllosen Geistern, Göttern und Dämonen umgeben zu sein. Magier und Zauberer vermitteln seit Urzeiten zwischen Diesseits und Jenseits. Bevor der friedfertige Buddhismus im 7. Jahrhundert nach Tibet kam, wiesen die blutigen Rituale der Zauberpriester den einzigen Weg zum Heil gegen die Dämonenwelt einer übermächtigen Natur. Für die Tibeter ist noch heute jeder Stein, jeder Baum, jeder Fluss Wohnort zahlloser Geister und Dämonen. Im indischen Dharamsala finden wir ein Abbild des indischen Gurus und Zauberers Padmasambhava, der im 7. Jahrhundert den Buddhismus nach Tibet brachte. Der Legende nach besiegte er die Dämonenherrscher, indem er ihnen einen Platz im buddhistischen Weltbild einräumte. Dharamsala ist das Exil des tibetischen Gottkönigs, des 14. Dalai Lama. Hier beginnt unsere Expedition auf den Spuren des Missionars. Wir sind Gäste einer Puja, eines buddhistischen Meditationsrituals. Musste der Dalai Lama 1959 vor der chinesischen Besatzung ins indische Exil fliehen, so ritt Padmasambhava, der Legende nach, im 7. Jahrhundert von Indien aus auf einem fliegenden Pferd ins dämonenbesetzte Tibet. Die alten tibetischen Könige der Yalung-Dynastie hatten ihn gerufen. Ihre Gräber sind ein Ziel unserer Expedition. Doch vorher müssen wir die Bergwelt Osttibets bewältigen, in das die Chinesen noch nie ein westliches Team hineingelassen haben. In der Nähe des Dalai Lama, der der tibetischen Exilregierung vorsteht, bereiten wir uns auf die Geisteswelt des Schneelandes vor. Die Informationen aus Osttibet sind rar. Umso reichhaltiger sind die Legenden über den Zaubermagier Padmasambhava, der die Fantasie tibetischer Geschichtenerzähler ungeheuer angeregt hat. Der Geruch von Butterlampen und der geheimnisvolle Gesang der Mönche stimmen uns ein. Ausgerüstet mit Schutzbriefen und Segenswünschen des Gottkönigs verlassen wir Dharamsala, folgen dem Sog des tibetischen Mysteriums. Dharamsala, das indische Exil des tibetischen Gottkönigs, ist unsere erste Station auf dem asiatischen Kontinent. Über Hongkong reisen wir ein in die Volksrepublik China. Wir fliegen in die Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, nach Chengdu. Von hier aus wollen wir mit Jeeps in die Bergwelt Osttibets eindringen. Über die Städte Garze und Derge mit der berühmten tibetischen Staatsdruckerei fahren wir bis Chamdo. Von dort erreichen wir das wüstenartige Yalung-Tal, das tibetische Tal der Könige. In der Nähe von Lhasa planen wir den Besuch des Nechung-Klosters, Sitz des tibetischen Staatsorakels. Weiter geht es nach Shigatse, zum berühmten Fest im Kloster Tashilumpo. Das Ende unserer 5000 Kilometer langen Reise führt uns am Mount Everest vorbei nach Kathmandu, der Hauptstadt des Himalaya-Königreichs Nepal. Durch den wilden Westen Sichuans gelangen wir in die fantastische Bergwelt Osttibets. Wir begegnen einer ungebändigten Natur und werden überflutet von Bildern und Eindrücken einer geheimnisvollen Welt. Hier können ganz plötzlich Schneestürme toben oder Regenfälle die Wege in Flüsse verwandeln.
Man braucht nur wenig Fantasie, um die Ideenwelt der Tibeter nachzuempfinden. Sie sehen in den vielfältigen Stimmungen der Natur beseelte Kräfte, die ihre mühselige Existenz erschweren, erleichtern oder dann wieder vernichten können. Gebetsfahnen und zauberkräftige Tierschädel auf einer Mani-Mauer. Mit Göttern und Dämonen in Einklang leben zu können, dazu sollen die magischen Rituale verhelfen. Tiefe Gläubigkeit scheint in ihre Gesichter gemeißelt. Eine Mönchsprozession empfängt uns im Kloster Targon, dem ersten tibetischen Kloster auf unserem Weg. Als hätten sie auf uns gewartet, stehen die Mönche auf dem Klosterhof. Es scheint, als hätte das Kloster einen Winterschlaf gehalten, als habe die Religion in den schweren Zeiten der Kulturrevolution im Verborgenen gewirkt und sei nun wieder erwacht. Wir übergeben einen Brief, den uns der Dalai Lama mitgegeben hat. Während der Abt die Schriftzeichen entziffert, sprechen vom Dach aus junge Tibeter ihre Gebetsformeln durch Rohre ins Klosterinnere. Die Messingschalen für die Butterlampen werden gesäubert. Die Arbeit wirkt wie Besinnung. Jede Bewegung ein Ritual. Wir spüren hier eine intakte, tief empfundene Religiosität, scheinbar unbeeindruckt von den schweren Zeiten, die die Klöster in den letzten 30 Jahren zu überstehen hatten. Uns beeindruckt die fast kindliche Versunkenheit der Mönche, ihre unaufdringliche Freundlichkeit und würdevolle Ausstrahlung. Die Reliquienschreine im Klostergarten erinnern an die hohen Lamas, die hier in vergangenen Jahrhunderten gewirkt haben. In die Sträucher am Weg sind Wollfäden eingebunden. Eine Besänftigung der Baumgeister. Zeichen der Achtung dieser Menschen gegenüber allem Leben. Täglich führt unser Weg über fast 5000 Meter hohe Pässe. Sich hier auf westliche Pferdestärken zu verlassen, ist sehr riskant. Plötzliche Wetterveränderungen und die Pässe sind auch im Sommer nicht zu befahren.
7000er Massive am Wegrand. Man kann kaum glauben, dass selbst die Täler über 4000 Meter hoch sind, 1000 Meter höher als unser höchster Berg, die Zugspitze. Erst nach einiger Zeit gewöhnt man sich an die Höhe. 6 Wochen lang werden wir nun in Höhen zwischen 3800 und 5200 Metern reisen. Wie aus dem Nichts tauchen auf der Straße 4 Pilger auf, die wie wir auf dem Weg zur heiligen Stadt Lhasa sind. Sie messen die Wegstrecke mit ihrem Körper aus, suchen die Verbindung zur heiligen Erde. 3 Monate sind sie bereits unterwegs. 2 Jahre wird es dauern, bis sie die heilige Stadt erreichen. Sie leben von den Almosen der Nomaden, die die Demut dieser Pilger hoch verehren. Immer mehr beschleicht uns das Gefühl, mit unseren modernen Jeeps hier Eindringlinge zu sein. Nach einer Woche erreichen wir Garze, eine der größeren Städte in Osttibet. Wegen seiner Fruchtbarkeit war das Gebiet schon vor der Besetzung stark von Chinesen besiedelt. Nach der Besetzung tobte hier der Bürgerkrieg weit heftiger als in Zentraltibet. Die tibetischen Kamba-Krieger hatten sich in die Berge zurückgezogen und einen jahrelangen Guerillakrieg entfacht. So wurden die Klöster gründlicher zerstört als anderswo. Heute jedoch wird überall in Tibet wieder aufgebaut. Auch in China darf die Kulturbarbarei der Roten Garden beim Namen genannt werden. Wir sind freudig überrascht, auch in Garze auf ein ungestörtes Klosterleben zu stoßen. Es war nicht zu erwarten, dass die Religion die Jahrzehnte der Unterdrückung unbeschadet überstanden hat, denn hohe Lamas sind umgebracht worden oder mussten ins Ausland fliehen. Die jungen Mönche hier trainieren Rhetorik und disputieren. Ein festgeschriebenes Ritual in der Mönchserziehung. Ein fremdartiger Bewegungsablauf. Das in die Hände klatschen dient dem Aggressionsabbau. Der reine Disput soll sachlich ablaufen. Es geht hier um höhere Bewusstseinsstufen, um die Wege zur Weisheit. Was kann man tun, um die Begrenztheit menschlichen Seins zu überwinden? Gelöst, aber bestimmt korrigiert der Lehrer das Diskussionsverhalten der Disputanten. Das Klatschen hat noch eine andere Bedeutung. Es soll daran erinnern, wie schnell ein Augenblick vertan ist und wie kurz und vergänglich das Leben ist, in dem es gilt, Weisheit zu erlangen. Zwischen Garze und Derge ist Nomadenland. Wie überall in Osttibet zieht sich das rein tibetische Leben in Höhen zwischen 4000 und 5000 Meter zurück. Hier mag kein Chinese siedeln. Wie seit alters her leben die Nomaden von ihren Yak-Herden. Das Leben ist karg. Yak-Joghurt und einfache Mahlzeiten aus Gerste bestimmen den Speiseplan. Von der früheren Überfülle an wilden Tieren ist wenig geblieben. Die Chinesen haben riesige Wälder abgeholzt. Die Not der Kriegszeit tat ein Übriges. Die Menschen im Nomadenland sind freundlich und stolz. Ihre Bereitschaft, unter kargen Bedingungen am Rande der Existenzfähigkeit zu leben, hat ihnen die Freiheit erhalten. Sie sind gastfreundlich zu uns langen Nasen, auch wenn ihre Getreidemühle ein Relikt aus der Steinzeit zu sein scheint.
Rauchschwaden über Derge. Derge war früher ein unabhängiges Fürstentum, das Zentrum der osttibetischen Provinz Kham. Derge bedeutet so viel wie glückliches Land. Es war berühmt wegen seines Metallhandwerks. Von Teegefäßen bis zu Schwertern wurde von hier aus ganz Tibet versorgt. Derge war unabhängig von der Zentralregierung in Lhasa. Nur in religiösen Dingen orientierte man sich am Dalai Lama. Die Kulturrevolution hat hier besonders gewütet. Die großen Klöster aus dem 14. Jahrhundert sind zerstört. Die Adelsfamilien wurden vertrieben oder ausgerottet. Nur die alte Staatsdruckerei, eines der größten Kulturheiligtümer Tibets, hat auf wundersame Weise überlebt. Der frühere chinesische Ministerpräsident Chu Enlai ließ die Druckerei von regulären Truppen gegen die Bilderstürmer der Roten Garden schützen. Drehen durften wir im Inneren der Druckerei nicht. Die über 230.000 Druckstöcke sind jedoch erhalten geblieben und rundherum arbeiten Einheimische an neuen Druckstöcken. Vier Tage schnitzt ein geschickter Handwerker an den kalligraphischen Schriftzeichen eines einzigen Druckstocks. Für den heiligen Tanjur, die tibetische Bibel mit den kanonischen Vorschriften Buddhas, benötigt man 70.000 Druckstöcke. Eine Arbeit, für die ein ganzes Kloster 16 Jahre braucht. Unweit der Druckerei beobachten wir einen Mönch bei einer ungewöhnlichen Prozedur. Aus Butter und Teig fertigt er Tormas. Das sind Ritualkuchen, die man in vielen buddhistischen Tempeln findet. Die genaue Bedeutung und Aufgabe der einzelnen Figuren kennt nur der Lama. Sie können als Opfergaben bestimmt sein, zur Besänftigung von Geistern und Dämonen beitragen und Böses von dem Kloster fernhalten. Ein naiv anmutendes Ritual, das typisch ist für die verspielten Fantasien der Tibeter. Auf einen Fels gemalt finden wir nahe der Stadt ein Abbild Padmasambhavas. Der Verehrung des buddhistischen Missionars dient auch das Taufritual, das neben dem Fels abgehalten wird. Der Anlass für das Wasserfest geht allerdings auf ein lokalgeschichtliches Ereignis zurück. Ein Fleischermeister, so wird uns erzählt, habe vor langer Zeit beschlossen, seinen unseligen Beruf aufzugeben. Nachdem er seinen Entschluss dem örtlichen Lama und der Bevölkerung mitgeteilt hatte, sei am darauffolgenden Tag diese Quelle entsprungen und in der Nacht ein neues Sternbild sichtbar geworden. Die Geister der Erde und des Himmels hätten so die Menschen belohnt, für den Entschluss des Fleischers, seine im Buddhismus ungeliebte Tätigkeit an den Nagel zu hängen. Und so begeht man den Jahrestag seiner Berufsaufgabe mit einem Taufritual. Eine typische Geschichte für das Denken der Tibeter. Jede Naturerscheinung hat ihren Hintergrund, eine Seele und eine geistige Existenz. Alle Dinge hängen miteinander zusammen. Nur wer sich selbst entwickelt, bewirkt Gutes. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, ist unwichtig. Sie unterstützt die Verehrung jeder Naturerscheinung. Eine ökologische Einstellung, würde man bei uns sagen, in einer Zivilisation, die keine Rücksicht auf Erd- und Wassergeister nimmt. Gespenstische Stimmungen, Wüstenimpressionen,
in dem Tal, das als die Wiege tibetischer Kultur gilt. Das Yalung-Tal ist für Tibet so etwas wie die sieben Hügel für Rom oder das ägyptische Tal der Könige. Im ersten Jahrtausend herrschten hier mächtige Könige. Macht und Ruhm der Yalung-Dynastie reichten bis an die 1200 Kilometer entfernte Seidenstraße. Die alten Könige hatten von dem friedlichen Buddhismus gehört, schickten nach einem Missionar und Padmasambhava, der Magier und Guru, soll an diesem Chörten gelandet sein. Mit ihm wollte der König das erste Kloster Tibets gegen den Widerstand der örtlichen Geister und Dämonen gründen. Ein altes Rollbild zeigt Padmasambhava bei seiner Ankunft. Den örtlichen Erd- und Schlangengeistern rückte der Magier mit Zauberformeln zu Leibe. Diese Fabelwesen sind Symbole für den Widerstand der alten Naturreligion gegen die buddhistische Lehre. Letztlich bannte Padmasambhava die dämonischen Kräfte. Dieses Bild zeigt den Herrscher des Landes im ältesten tibetischen Kloster Samye. Im Kloster Samye steht ein Obelisk, in den im 8. Jahrhundert der König eine Botschaft an sein Volk eingemeißelt hat. Es sollte von nun an Schluss machen mit seinen blutigen Sitten und seiner kriegerischen Lebensweise und nach der friedlichen Lehre des Gautama-Buddha zusammenleben. Nach Irrwegen finden wir auch die Gräber der alten Könige. Sie wurden im Laufe der Jahrhunderte zwar mehrmals ausgeräubert, aber noch nie archäologisch untersucht. Glaubt man alten Schriften, so wurden die Könige noch nach vorbuddhistischem Totenkult begraben. Die nahen Freunde des Königs wurden bei seinem Ableben ebenfalls getötet und dem Grab mit zahlreichen frisch geschlachteten Rindern und Pferden als Opfer beigegeben. Ein steinerner Löwe bewacht noch heute die Gräber. Er steht ungeschützt als Königssymbol in der Landschaft und gilt als älteste Steinskulptur Tibets, geschaffen im 7. Jahrhundert. Das Yalung-Tal ist reich an geschichtsträchtigen Überresten. So gilt diese Königsburg mit Namen Jumbulakang, übersetzt der Tempel aus massivem Stein, als Trutzburg des ersten tibetischen Königs. Das markante Profil dieser stolzen Burg ist wie geschaffen für Mythen und Sagen. Jeder Stein scheint voller Legenden und Geschichten zu sein. Die Ruine der Burg ist restauriert. Nicht historische Armeen, sondern die Kulturrevolution mit ihrem ideologischen Feldzug gegen das Alte brachte zum Einsturz, was über 1000 Jahre die Wiege tibetischer Kultur überragte. Wer kann schon durch Lhasa reisen, ohne den Potala zu schauen? Den roten Palast mit seinen 1000 Zimmern, den verwaisten Regierungssitz des Dalai Lama. Doch wir haben ein anderes Ziel. Im Lhasa-Tal, einen Kilometer entfernt von der Klosterstadt und früheren Mönchsuniversität Drepung, liegt das Kloster Netchung, zu Deutsch kleiner Ort. Netchung ist traditioneller Sitz des tibetischen Staatsorakels. Mit diesem Staatsorakel hat der tibetische Buddhismus den alten Dämonenherrschern einen festen Platz eingeräumt.
Der Abt des Klosters erzählt uns die Legende, wie Padmasambhava den mächtigen Dämonenkönig Pekka einst zum Guten bekehrte. Er wurde eine Schutzgottheit und ließ sich als Taube in den Bäumen der Umgebung nieder. Darauf wurden einfache Leute von seinem Geist besessen. Der Abt von Drepung ließ dann zur Besänftigung des Dämonenfürsten Pekka das Netschung-Kloster bauen, um ihm eine neue Heimat zu geben. Nach volkstümlicher Meinung wohnt Pekka noch heute in einem Baum bei Netschung, den er gelegentlich verlässt, um durch das Orakel, sein Medium, Zukünftiges zu verkünden. Der Abt zeigt uns das Innere des Orakelklosters, das in der Kulturrevolution als Schweinestall gedient hat. Das Kloster symbolisiert die Einbeziehung des verwurzelten Dämonenglaubens in die buddhistische Lehre. Neben furchterregenden Dämonenfratzen in stiller Eintracht die Abbildungen hoher Lamas, der Gelbmützensekte, der führenden Gruppierung unter den buddhistischen Glaubensrichtungen. Der verwaiste Raum des Orakelpriesters. Wir sehen die Statue Padmasambhavas mit seinen typischen Insignien. Das Orakelmedium ist mit dem Dalai Lama nach Indien geflüchtet und dort verstorben. Die Wiedergeburt des Orakelmönchs wurde zwar unlängst in sein Amt eingesetzt, Prophezeiungen sind ihm aber noch nicht gelungen. Der Holzstamm, so will es die Legende, stammt von dem Baum, in dem der Dämonenfürst Pekka nistete. Seine Maske bestimmt die Atmosphäre des Raums. Der erste Deutsche, der 1938 auf Einladung nach Lhasa kam und das Orakel in Aktion erlebte, war der Biologe und Forscher Professor Ernst Schäfer. Von 1930 an, also lange vor Heinrich Harrer, hatte Schäfer in aufsehenerregenden Expeditionen Flora und Fauna, Tier- und Geisteswelt in Ost-Tibet erforscht. Die Begegnung mit dem Orakel gehört noch heute zu seinen tiefen, unvergessenen Erinnerungen. Ich habe diesen Mann kontaktiert, um ihn erst einmal kennenzulernen. Und zwar im kleinen Haus, in Netschung, in seinem Orakel-Tempel. Wesentlich war, dass er völlig isoliert lebte, dass er keine Lamas, keine Priester um sich hatte. Als ich von ihm empfangen wurde, war eigentlich nur ein kleiner zoologischer Garten um mich herum, und zwar gockelschwänzige Hähne, alles nur männlichen Geschlechtes, diese krähenden Kerle, die wurden von ihm gepflegt und gehegt, und dann haben wir uns unterhalten über ihn selbst. Und er war ein ganz normaler, ein sehr geistig hochstehender, ein in sich geschlossener Mensch, von dem man niemals ahnen konnte, dass er wirklich einmal besessen worden wäre von dem Geist Pekkas. Er ist in Volltrance. Er hat einen goldenen Helm auf dem Kopf, der, wir haben ihn später gewogen, 60 Pfund gewogen hat. Den trug er, und dann verbeugte er sich vor den Honorablen, vor dem König und vor dem Premierminister. Und dann raste er durch die Stadt hindurch zum Festplatz, um nun die bösen Geister zu vernichten. Thank you.
plötzlich begann er zu zittern. Plötzlich verfärbte er sich. Die Farbe zuerst gelblich, hellhäutig, dann blutrot. Im frenetischen Tanz wurde er dann hinausgetragen und alles verneigte sich vor ihm, vor dem Zuglakan. Und dann brach er in sich zusammen und lag wie ein epileptisch zuckendes Häuflein Fleisch auf der Erde. Und dann kamen heilige Lamas und trugen ihn in seiner goldenen Sänfte zurück in den Zuglakan. Und dann habe ich wieder mit ihm Verbindung genommen. Da war er wieder bei vollem Tagesbewusstsein und sagte, die fliegenden Menschen werden kommen, es wird eine Vernichtung geben, der elektrische Funke wird kommen nach Lhasa, damit wird unsere Religion vernichtet werden. Und es wird etwas Furchtbares in euren Ländern, Inglesi und German, also Engländer und Deutsche, geschehen. Ich war ja völlig abgeschlossen von der ganzen Welt. Ich war ja diese viele Monate lang abgeschlossen von der Tagespolitik Europas, Deutschlands, Englands, Amerikas, Japans, nichts. Und deshalb war es für mich natürlich ein Schock, ein tiefer Schock, der nun leider sich bewahrheitet hat. So wie diese Prophezeiung des Zweiten Weltkrieges grausame Wirklichkeit wurde, bewahrheitete sich historisch verbürgt manch andere Vision, die das Orakel in Trance hatte. Es erfüllte sich der alte Orakelspruch, der weltliche Gebrauch des Rades in der heiligen Stadt werde das Unglück bringen. Tatsächlich gehörten die ersten Räder in Lhasa den Panzern der Volksbefreiungsarmee. Ob das Staatsorakel jemals wieder in Tibet seine frühere Bedeutung erlangen wird, ist unwahrscheinlich. Das Kloster Nechung hält sich trotzdem bereit für die Wiederkehr des Orakels. Waren die okkulten Praktiken lamaistischer Zauberpriester bisher nur Visionen einer neugierigen Reisegruppe wissensdurstiger Journalisten mit Filmausrüstung, bei dem Klosterfest in Tashi Lumpo werden sie für uns Realität. Wir werden magisch angezogen von den Tubenklängen eines alten Rituals, das 30 Jahre nicht stattfinden durfte. Wir stoßen auf die Abbilder jener Dämonen, die Padmasambhava vor über 1000 Jahren besiegt und in den Dienst des Buddhismus gezwungen hat. In den Tänzen begegnen die Menschen ihren Träumen und Ängsten. Die grellen, schrecklichen Dämonenmasken spiegeln das zerrissene Innere der meisten Menschen. Sie verkörpern Schmerzen, Leiden, Sehnsüchte und Hoffnungen unseres bedrängten Bewusstseins. Im Zentrum der Tänze steht das ritualisierte Menschenopfer, bereitet aus Teig und Farbe. Es ist leicht vorstellbar, dass es früher wirklich Menschen waren, die zur Besänftigung der Dämonenwelt geopfert wurden.
Doch der Buddhismus hat die Dämonen befriedet. Symbolisch legt der Abt den tanzenden Schreckgestalten einen Freundschaftsschal um, integriert sie in das lamaistische Weltbild. Dies ist das Verdienst Padmasambhavas und der buddhistischen Missionierung. Sie vernichteten die bösen Geister und Dämonen nicht. Dies macht auch keinen Sinn bei einer Religion, die von der Wiedergeburt des Guten wie des Bösen überzeugt ist. Es ging Padmasambhava bei der Überwindung des Bösen um die Wandlung zum Guten. Die vielen Todessymboliken auf Masken und Gewändern mahnen die Menschen an die äußere Vergänglichkeit ihres Lebens zu denken. Denn Leben gilt als ständiges Werden und Vergehen. Zwei Tage lang ziehen die Dämonentänze uns in ihren Bann, bis zum erlösenden Finale. Yama, der im Himalaya allmächtige indische Totengott, tritt auf. In zuckenden Tanzbewegungen zelebriert er das ersehnte Opferritual. Mit der Zerstörung der Menschenfigur sind die versammelten Pilger entzückt. Denn der Kuchenmensch versinnbildlicht Böses, Leid und Übel. Überhaupt alle dunklen Aspekte des Lebens. Die Chinesen haben das berühmte Klosterfest fast 30 Jahre lang verboten. Sie fürchteten vermutlich, die magischen Rituale der Tibeter seien darauf angelegt, ihnen böse Dämonenmächte auf den Hals zu hetzen. Nach der Exekution des Menschenopfers beherrschen die Lamas des Klosters das Geschehen. Tibetische Bürger übernehmen es, riesige Opferkuchen aus dem Kloster zu tragen. Der Höhepunkt des Festes naht. Die Massen geraten in Ekstase. Die ersehnte Verbrennung des Opferkuchens besiegelt den Bann über das Böse. Wir spüren die Spannung, mit der die Menschen dem lange vermissten Ritual entgegenfiebern. Mit dem Feuer entlädt sich die Spannung. Es ist, als weiche ein Druck von der Menge. Mit der Verbrennung des Opferkuchens sind die Menschen von bösen Kräften befreit, die schlechten Taten vergeben. Jeder versucht, ein Stück des Opferkuchens zu ergattern, denn diese Brocken gelten als hochgeschätzte Glücksbringer. Unsere Reise geht zu Ende. Träger übernehmen die Ausrüstung, denn ein Erdrutsch blockiert die Straße nach Kathmandu. Die Erdgeister im Himalaya scheinen vom Straßenbau wenig zu halten und sabotieren ihn, wo sie können. Die Luftgeister sind jedoch auf unserer Seite. Fast wie Padmasambhava, der der Legende nach Tibet auf einem fliegenden Tiger verlassen hat, werden wir aus dem Erdrutschgebiet ausgeflogen. Der König von Nepal hat uns einen Hubschrauber geschickt.
Dieser stählerne Vogel wird uns vom Dach der Welt wieder in die sogenannte Zivilisation tragen. Zurück bleibt ein Land, das noch heute voller Rätsel und Mysterien steckt. Stadt erreichen. Sie leben von den Almosen der Nomaden, die die Demut dieser Pilger hoch verehren. Immer mehr beschleicht uns das Gefühl, mit unseren modernen Jeeps hier Eindringlinge zu sein. Nach einer Woche erreichen wir Garze, eine der größeren Städte in Osttibet. Wegen seiner Fruchtbarkeit war das Gebiet schon vor der Besetzung stark von Chinesen besiedelt. Nach der Besetzung tobte hier der Bürgerkrieg weit heftiger als in Zentraltibet. Die tibetischen Kamba-Krieger hatten sich in die Berge zurückgezogen und einen jahrelangen Guerillakrieg entfacht. So wurden die Klöster gründlicher zerstört als anderswo. Heute jedoch wird überall in Tibet wieder aufgebaut. Auch in China darf die Kulturbarbarei der Roten Garden beim Namen genannt werden. Wir sind freudig überrascht, auch in Garze auf ein ungestörtes Klosterleben zu stoßen. Es war nicht zu erwarten, dass die Religion die Jahrzehnte der Unterdrückung unbeschadet überstanden hat. Denn hohe Lamas sind umgebracht worden oder mussten ins Ausland fliehen. Die jungen Mönche hier trainieren Rhetorik und disputieren. Ein festgeschriebenes Ritual in der Mönchserziehung. Ein fremdartiger Bewegungsablauf. Das in die Hände klatschen dient dem Aggressionsabbau. Der reine Disput soll sachlich ablaufen. Es geht hier um höhere Bewusstseinsstufen, um die Wege zur Weisheit. Was kann man tun, um die Begrenztheit menschlichen Seins zu überwinden? Gelöst, aber bestimmt korrigiert der Lehrer das Diskussionsverhalten der Disputanten. Das Klatschen hat noch eine andere Bedeutung. Es soll daran erinnern, wie schnell ein Augenblick vertan ist und wie kurz und vergänglich das Leben ist, in dem es gilt, Weisheit zu erlangen. Gelöst, aber bestimmt korrigiert der Lehrer das Diskussionsverhalten der Disputanten. Das Klatschen hat noch eine andere Bedeutung. Es soll daran erinnern, wie schnell ein Augenblick vertan ist und wie kurz und vergänglich das Leben ist, in dem es gilt, Weisheit zu erlangen. Ja.
Zwischen Garze und Derge ist Nomadenland. Wie überall in Osttibet zieht sich das rein tibetische Leben in Höhen zwischen 4000 und 5000 Meter zurück. Hier mag kein Chinese siedeln. Wie seit alters her leben die Nomaden von ihren Yak-Herden. Das Leben ist karg. Yak-Joghurt und einfache Mahlzeiten aus Gerste bestimmen den Speiseplan. Von der früheren Überfülle an wilden Tieren ist wenig geblieben. Die Chinesen haben riesige Wälder abgeholzt. Die Not der Kriegszeit tat ein Übriges. Die Menschen im Nomadenland sind freundlich und stolz. Ihre Bereitschaft, unter kargen Bedingungen am Rande der Existenzfähigkeit zu leben, hat ihnen die Freiheit erhalten. Sie sind gastfreundlich zu uns langen Nasen, auch wenn ihre Getreidemühle ein Relikt aus der Steinzeit zu sein scheint. Rauchschwaden über Derge. Derge war früher ein unabhängiges Fürstentum, das Zentrum der osttibetischen Provinz Kham. Derge bedeutet so viel wie glückliches Land. Es war berühmt wegen seines Metallhandwerks. Von Teegefäßen bis zu Schwertern wurde von hier aus ganz Tibet versorgt. Derge war unabhängig von der Zentralregierung in Lhasa. Nur in religiösen Dingen orientierte man dort. Auch in China darf die Kulturbarbarei der Roten Garden beim Namen genannt werden. Wir sind freudig überrascht, auch in Garze auf ein ungestörtes Klosterleben zu stoßen. Es war nicht zu erwarten, dass die Religion die Jahrzehnte der Unterdrückung unbeschadet überstanden hat. Denn hohe Lamas sind umgebracht worden oder mussten ins Ausland fliehen. Die jungen Mönche hier trainieren Rhetorik und disputieren. Ein festgeschriebenes Ritual in der Mönchserziehung. Ein fremdartiger Bewegungsablauf. Das in die Hände klatschen dient dem Aggressionsabbau. Der reine Disput soll sachlich ablaufen. Es geht hier um höhere Bewusstseinsstufen, um die Wege zur Weisheit. Was kann man tun, um die Begrenztheit menschlichen Seins zu überwinden? Gelöst, aber bestimmt korrigiert der Lehrer das Diskussionsverhalten der Disputanten. Das Klatschen hat noch eine andere Bedeutung. Es soll daran erinnern, wie schnell ein Augenblick vertan ist und wie kurz und vergänglich das Leben ist, in dem es gilt, Weisheit zu erlangen. Zwischen Garze und Derge ist Nomadenland. Wie überall in Osttibet zieht sich das rein tibetische Leben in Höhen zwischen 4000 und 5000 Meter zurück. Hier mag kein Chinese siedeln. Wie seit alters her leben die Nomaden von ihren Yak-Herden. Das Leben ist karg. Yak-Joghurt und einfache Mahlzeiten aus Gerste bestimmen den Speiseplan. Von der früheren Überfülle an wilden Tieren ist wenig geblieben. Die Chinesen haben riesige Wälder abgeholzt. Die Not der Kriegszeit tat ein Übriges. Die Menschen im Nomadenland sind freundlich und stolz.
Ihre Bereitschaft, unter kargen Bedingungen am Rande der Existenzfähigkeit zu leben, hat ihnen die Freiheit erhalten. Sie sind gastfreundlich zu uns Langnasen, auch wenn die Stimmen den Speiseplan. Von der früheren Überfülle an wilden Tieren ist wenig geblieben. Die Chinesen haben riesige Wälder abgeholzt. Die Not der Kriegszeit tat ein Übriges. Die Menschen im Nomadenland sind freundlich und stolz. Ihre Bereitschaft, unter kargen Bedingungen am Rande der Existenzfähigkeit zu leben, hat ihnen die Freiheit erhalten. Sie sind gastfreundlich zu uns Langnasen, auch wenn ihre Getreidemühle ein Relikt aus der Steinzeit zu sein scheint. Rauchschwaden über Derge. Derge war früher ein unabhängiges Fürstentum, das Zentrum der osttibetischen Provinz Kham. Derge bedeutet so viel wie glückliches Land. Es war berühmt wegen seines Metallhandwerks. Von Teegefäßen bis zu Schwertern wurde von hier aus ganz Tibet versorgt. Derge war unabhängig von der Zentralregierung in Lhasa. Nur in religiösen Dingen orientierte man sich am Dalai Lama. Die Kulturrevolution hat hier besonders gewütet. Die großen Klöster aus dem 14. Jahrhundert sind zerstört. Die Adelsfamilien wurden vertrieben oder ausgerottet. Nur die alte Staatsdruckerei, eines der größten Kulturheiligtümer Tibets, hat auf wundersame Weise überlebt. Der frühere chinesische Ministerpräsident Chu Enlai ließ die Druckerei von regulären Truppen gegen die Bilderstürmer der Roten Garden schützen. Drehen durften wir im Inneren der Druckerei nicht. Die über 230.000 Druckstöcke sind jedoch erhalten geblieben und rundherum arbeiten Einheimische an neuen Druckstöcken. Vier Tage schnitzt ein geschickter Handwerker an den kalligraphischen Schriftzeichen eines einzigen Druckstocks. Für den heiligen Tanjur, die tibetische Bibel mit den kanonischen Vorschriften Buddhas, benötigt man 70.000 Druckstöcke. Und zu verlassen ist sehr riskant. Plötzliche Wetterveränderungen und die Pässe sind auch im Sommer nicht zu befahren. Siebentausender Massive am Wegrand. Man kann kaum glauben, dass selbst die Täler über 4000 Meter hoch sind, 1000 Meter höher als unser höchster Berg, die Zugspitze. Erst nach einiger Zeit gewöhnt man sich an die Höhe. 6 Wochen lang werden wir nun in Höhen zwischen 3800 und 5200 Metern reisen. Wie aus dem Nichts tauchen auf der Straße 4 Pilger auf, die wie wir auf dem Weg zur heiligen Stadt Lhasa sind. Sie messen die Wegstrecke mit ihrem Körper aus, suchen die Verbindung zur heiligen Erde. 3 Monate sind sie bereits unterwegs, 2 Jahre wird es dauern, bis sie die heilige Stadt erreichen. Sie leben von den Almosen der Nomaden, die die Demut dieser Pilger hoch verehren. Immer mehr beschleicht uns das Gefühl, mit unseren modernen Jeeps hier Eindringlinge zu sein. Nach einer Woche erreichen wir Garze, eine der größeren Städte in Osttibet. Wegen seiner Fruchtbarkeit war das Gebiet schon vor der Besetzung stark von Chinesen besiedelt.
Nach der Besetzung tobte hier der Bürgerkrieg weit heftiger als in Zentral-Tibet. Die tibetischen Kamba-Krieger hatten sich in die Berge zurückgezogen und einen jahrelangen Guerillakrieg entfacht. So wurden die Klöster gründlicher zerstört als anderswo. Heute jedoch wird überall in Tibet wieder aufgebaut. Auch in China darf die Kulturbarbarei der Roten Garden beim Namen genannt werden. Wir sind freudig überrascht, auch in Garze auf ein ungestörtes Klosterleben zu stoßen. Es war nicht zu erwarten, dass die Religion die Jahrzehnte der Unterdrückung unbeschadet überstanden hat. Denn hohe Lamas sind umgebracht worden oder mussten ins Ausland fliehen. Die jungen Mönche hier trainieren Rhetorik und disputieren. Ein festgeschriebenes Ritual in der Mönchserziehung. Ein fremdartiger Bewegungsablauf. Das in die Hände klatschen dient dem Aggressionsabbau. Der reine Disput soll sachlich ablaufen. Es geht hier um höhere Bewusstseinsstufen, um die Wege zur Weisheit, Rohre ins Klosterinnere. Die Messingschalen für die Butterlampen werden gesäubert. Die Arbeit wirkt wie Besinnung. Jede Bewegung ein Ritual. Wir spüren hier eine intakte, tief empfundene Religiosität. Scheinbar unbeeindruckt von den schweren Zeiten, die die Klöster in den letzten 30 Jahren zu überstehen hatten. Uns beeindruckt die fast kindliche Versunkenheit der Mönche, ihre unaufdringliche Freundlichkeit und würdevolle Ausstrahlung. Die Reliquienschreine im Klostergarten erinnern an die hohen Lamas, die hier in vergangenen Jahrhunderten gewirkt haben. In die Sträucher am Weg sind Wollfäden eingebunden. Eine Besänftigung der Baumgeister. Zeichen der Achtung dieser Menschen gegenüber allem Leben. Täglich führt unser Weg über fast 5000 Meter hohe Pässe. Sich hier auf westliche Pferdestärken zu verlassen, ist sehr riskant. Plötzliche Wetterveränderungen und die Pässe sind auch im Sommer nicht zu befahren. Siebentausender Massive am Wegrand. Man kann kaum glauben, dass selbst die Täler über 4000 Meter hoch sind, 1000 Meter höher als unser höchster Berg, die Zugspitze. Erst nach einiger Zeit gewöhnt man sich an die Höhe. 6 Wochen lang werden wir nun in Höhen zwischen 3800 und 5200 Metern reisen. Wie aus dem Nichts tauchen auf der Straße 4 Pilger auf, die wie wir auf dem Weg zur heiligen Stadt Lhasa sind. Sie messen die Wegstrecke mit ihrem Körper aus. Suchen die Verbindung zur heiligen Erde. 3 Monate sind.
Mit dem Feuer entlädt sich die Spannung. Es ist, als weiche ein Druck von der Menge. Mit der Verbrennung des Opferkuchens sind die Menschen von bösen Kräften befreit, die schlechten Taten vergeben. Jeder versucht, ein Stück des Opferkuchens zu ergattern, denn diese Brocken gelten als hochgeschätzte Glücksbringer. Unsere Reise geht zu Ende. Träger übernehmen die Ausrüstung, denn ein Erdrutsch blockiert die Straße nach Kathmandu. Die Erdgeister im Himalaya scheinen vom Straßenbau wenig zu halten und sabotieren ihn, wo sie können. Die Luftgeister sind jedoch auf unserer Seite. Fast wie Padmasambhava, der der Legende nach Tibet auf einem fliegenden Tiger verlassen hat, werden wir aus dem Erdrutschgebiet ausgeflogen. Der König von Nepal hat uns einen Hubschrauber geschickt. Dieser stählerne Vogel wird uns vom Dach der Welt wieder in die sogenannte Zivilisation tragen. Zurück bleibt ein Land, das noch heute voller Rätsel und Mysterien steckt. Weisheit zu erlangen. Zwischen Garze und Derge ist Nomadenland. Wie überall in Osttibet zieht sich das rein tibetische Leben in Höhen zwischen 4000 und 5000 Meter zurück. Hier mag kein Chinese siedeln. Wie seit alters her leben die Nomaden von ihren Yak-Herden. Das Leben ist karg. Yak-Joghurt und einfache Mahlzeiten aus Gerste bestimmen den Speiseplan. Von der früheren Überfülle an wilden Tieren ist wenig geblieben. Die Chinesen haben riesige Wälder abgeholzt. Die Not der Kriegszeit tat ein Übriges. Die Menschen im Nomadenland sind freundlich und stolz. Ihre Bereitschaft, unter kargen Bedingungen am Rande der Existenzfähigkeit zu leben, hat ihnen die Freiheit erhalten. Sie sind gastfreundlich zu uns Langnasen, auch wenn ihre Getreidemühle ein Relikt aus der Steinzeit zu sein scheint. Rauchschwaden über Derge. Derge war früher ein unabhängiges Fürstentum, das Zentrum der osttibetischen Provinz Kham. Derge bedeutet so viel wie glückliches Land. Es war berühmt wegen seines Metallhandwerks. Von Teegefäßen bis zu Schwertern wurde von hier aus ganz Tibet versorgt. Derge war unabhängig von der Zentralregierung in Lhasa. Nur in religiösen Dingen orientierte man sich am Dalai Lama. Die Kulturrevolution hat hier besonders gewütet. Die großen Klöster aus dem 14. Jahrhundert sind zerstört. Die Adelsfamilien wurden vertrieben oder ausgerottet. Nur die alte Staatsdruckerei, eines der größten Kulturheiligtümer Tibets, hat auf wundersame Weise überlebt.
Der frühere chinesische Ministerpräsident Chu Enlai ließ die Drucker. Die Menschen auf dem Dach der Welt sind vielleicht schon immer überirdischem näher gewesen als jede andere Kultur der Erde. In ihrer von Eisriesen überragten Einöde glauben die Tibeter von zahllosen Geistern, Göttern und Dämonen umgeben zu sein. Zauberer vermitteln seit Urzeiten zwischen Diesseits und Jenseits. Bevor der friedfertige Buddhismus im 7. Jahrhundert nach Tibet kam, wiesen die blutigen Rituale der Zauberpriester den einzigen Weg zum Heil gegen die Dämonenwelt einer übermächtigen Natur. Für die Tibeter ist noch heute jeder Stein, jeder Baum, jeder Fluss Wohnort zahlloser Geister und Dämonen. Im indischen Dharamsala finden wir ein Abbild des indischen Gurus und Zauberers Padmasambhava, der im 7. Jahrhundert den Buddhismus nach Tibet brachte. Der Legende nach besiegte er die Dämonenherrscher, indem er ihnen einen Platz im buddhistischen Weltbild einräumte. Dharamsala ist das Exil des tibetischen Gottkönigs, des 14. Dalai Lama. Hier beginnt unsere Expedition auf den Spuren des Missionars. Wir sind Gäste einer Puja, eines buddhistischen Meditationsrituals. Musste der Dalai Lama 1959 vor der chinesischen Besatzung auch das Taufritual, das neben dem Fels abgehalten wird. Der Anlass für das Wasserfest geht allerdings auf ein lokalgeschichtliches Ereignis zurück. Ein Fleischermeister, so wird uns erzählt, habe vor langer Zeit beschlossen, seinen unseligen Beruf aufzugeben. Nachdem er seinen Entschluss dem örtlichen Lama und der Bevölkerung mitgeteilt hatte, sei am darauffolgenden Tag diese Quelle entsprungen und in der Nacht ein neues Sternbild sichtbar geworden. Die Geister der Erde und des Himmels hätten so die Menschen belohnt für den Entschluss des Fleischers, seine im Buddhismus ungeliebte Tätigkeit an den Nagel zu hängen. Und so begeht man den Jahrestag seiner Berufsaufgabe mit einem Taufritual. Eine typische Geschichte für das Denken der Tibeter. Jede Naturerscheinung hat ihren Hintergrund, eine Seele und eine geistige Existenz. Alle Dinge hängen miteinander zusammen. Nur wer sich selbst entwickelt, bewirkt Gutes. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, ist unwichtig. Sie unterstützt die Verehrung jeder Naturerscheinung. Eine ökologische Einstellung, würde man bei uns sagen, in einer Zivilisation, die keine Rücksicht auf Erd- und Wassergeister nimmt. Gespenstische Stimmungen, Wüstenimpressionen,
in dem Tal, das als die Wiege tibetischer Kultur gilt. Das Yalung-Tal ist für Tibet so etwas wie die sieben Hügel für Rom oder das ägyptische Tal der Könige. Im ersten Jahrtausend herrschten hier mächtige Könige. Macht und Ruhm der Yalung-Dynastie reichten bis an die 1200 Kilometer entfernte Seidenstraße. Die alten Könige hatten von dem friedlichen Buddhismus gehört, schickten nach einem Missionar und Padmasambhava, der Magier und Guru, soll an diesem Chörten gelandet sein. Mit ihm wollte der König das erste Kloster Tibets gegen den Widerstand der örtlichen Geister und Dämonen gründen. Ein altes Rollbild zeigt Padmasambhava bei seiner Ankunft. Den örtlichen Erd- und Schlangengeistern rückte der Magier mit Zauberformeln zu Leibe. Diese Fabelwesen sind Symbole für den Widerstand der alten Naturreligion gegen die buddhistische Lehre. Letztlich bannte Padmasambhava die dämonischen Kräfte.